das ich jemals sah. Ich verschlang ihn und fühlte, wie große Macht in mir aufstieg. Ich wusste, ich war nun unverwundbar. Die Tage meines Kellnerinnen-Daseins war endlich vorbei. Und so zog ich aus, die Gebiete hier und dort zu erobern. Ich brachte Anderndorf in meine Gewalt. Nun wird der Rest der Welt folgen. Folgt mir ebenfalls oder kommt ums Leben. Ha ha ha. Knechte, packt sie. Oha, die Werwölfe sind Knechte von Muxoi. Wie böse. Und die schlagen so behindert zu. Victory und eine Knarzoffel. Ich suche nach Geheimtüren und Wert. Ich suche nach Geheimtüren und Wertgegenständen. Achso. Würfel. Aus irgendeinem Grund findet ihr nicht die Geheimtür in der Ecke, aber ihr findet viele Snacks. Ich mag Popcorn. Okay. Das passt ja. Random Event. Überall Monster. Okay. Pfeifen. Victory. Und wieder eine Knarzoffel. So. Wusstet ihr, dass ich dieses Würfeln auf Kämpfe nicht so super finde? Ja, ich muss sagen, das ist irgendwo etwas nervig in solchen Dungeons. Wenn dann immer so im nächsten Raum Kampf, nächster Raum Kampf und sowas. Diese anderen Dinge sind noch viel schöner, wie ein Schatzwurf oder ein Heilungswurf oder vielleicht mal eine Falle. Das kann auch mal, schafft auch etwas Abwechslung. Diese Kammer ist eine von diesen bösen Planungsräumen, die in Qualitätsfilmen immer so auftauchen. Da sind Karten mit Markierungen an den Wänden und Top-Secret-Unterlagen auf dem Tisch. Irgendwas Interessantes? Wie die Skelette, die hier arbeiten. Oh, die sind sehr widerstandsfähig geworden. Beim Skelette, die arbeiten. Die sowas finde ich, würde ich sehr zu unzuverlässig finden. Skelette, die Arbeit zu machen. Die verlieren doch ständig immer alles. Vor allem ihre Körperteile. Thank you.
endlich, nachdem ihr die dürren Typen besiegt habt, bemerkt ihr bekannte Charakterprofile auf dem Tisch in der Ecke. Hey, das ist mein alter Barbarencharakter. Er war großartig während seiner Killarian-Zeiten. Hey, was machen die mit all diesen Charakterprofilen? Ihr begutachtet die Pläne und bemerkt, dass Muxoi alte Charaktere wiederbelebt, damit diese in ihrer Armee arbeiten. Da Charaktere normalerweise gehirnlose Puppen sind, sind diese einfacher zu kontrollieren als reguläre Monster. Schau, das Profil. Das ist Großvater. Richtig. Das ist Sir Fang, sein Charakter aus den 70ern. So ist er also hierher gekommen. Oha, Sir Fang aus den 70ern. Super Name. Okay. Einen Moment kurz. Da dachte ich, da wäre jemand an der Tür. Aber das war wohl so nicht. Oder das war nicht der Fall. Naja, gut. So. Haha. Heilung. Ihr habt eine Heilquelle gefunden und trinkt den Rest des Wassers aus. Vielleicht komme ich jetzt zum großen Bossraum. Kleine Wache. Tut uns leid, aber wir können euch nicht hineinlassen. Dieses Gebiet ist nur für die Bösesten unter Muxois Gefolge bestimmt. Und das klingt okay für euch? Die Waffen halten die Hillebarden, vor allem Waffen, die Wachen halten die Hillebarden weiter in eure Richtung, während sie flüsternd diskutieren. Ja, das klingt vernünftig. Es gibt so viele Gründe, Muxoi zu unterstützen. Sie steht auf der Seite aller Monster. Genau, es ist egal, ob ihr nur ein Zufallsgegner seid oder ein Endlevel-Boss mit Dutzenden von Lakaien. Diese Monsterrechte-Sache ist ja schön und gut, aber wir müssen hier ein oder zwei Welten retten. Und das würden wir gerne gleich erledigen. Die Wachen bieten euch Broschüren zur Muxoi-Kampagne an. Ihr solltet auch beitreten. Muxoi möchte ein neues Programm starten, das Abenteurer unterstützt. Sie bietet euch zusätzliche XP-EP bei Schätzen, die ihr findet. Einen Punkt pro Goldstück. Das würde das Leveling stark beschleunigen, aber ich frage mich, wie da der EP-Wert berechnet wird. Das stimmt. Sind es die Herstellungskosten
oder der Verkaufspreis. Bekommen wir weniger EP, wenn wir nicht die falschen Fähigkeit haben? Bekomme ich die EP sofort oder wenn ich sie verkaufe? Leute wie ihr machen alles kaputt. Und so müssen wir gegen die Wachen kämpfen. Und die beiden Wachen sind tot. Gleich tot nach dem ersten Schlag, ja. Vor allem Broschüren zu der Kampagne. Lol. Wie es anhört. Ihr seid einfach klasse. Klasse Stadtmasse. So. Du nimmst ein Dings zu dir, zu sich, dir selbst. Seltsame, und ja, ich weiß, dass es sich auch sehr seltsam angehört. Zu dir, zu sich, dir oder so. Was ich auch immer gerade gesagt habe. Schwache MP-Trank. Und du nimmst eine Knarzoffel. Und noch eine Knarzoffel. Und noch eine Knarzoffel. Denn die jeder weiß, Knarzoffeln sind super. So. Da ist der Bossraum, aber ich will noch das da drüben erkunden. Noch ganz schnell. Wow, dieser Raum ist toll, voll mit antiken Rüstungen und Waffen. Okay, lassen wir den alten Kram, wo er ist. Ist im nächsten Raum mehr Action? Okay. Dann geht's wohl zum Endboss, zu Muxoi. Ihr jämmerlichen Narren, Vakuum anstelle von Gehirnen und ausgesprochenen tun und ausgesprochene tun nicht gute. Denkt, ihr seid mir zahlenmäßig überlegen. Ich habe Neuigkeiten für euch. Ich bin stark wie nie zuvor und ich habe euch umstellt. Zeit zu sterben, es wird mir ein Fest, euch zu töten. Wow, Katzenkämpfer. Das ist noch fünf Leute zu dritt umstellen. Das ist ein wahres Meisterwerk. Na gut, es ist einfacher auf jeden Fall. Ne, es ist auch immerhin schwerer, so eine ganze Horde aus 20 Gegnern allein zu umstellen. Okay, ich glaube, Muxa ist irgendwo schwach in dem Punkt. Liegt vielleicht daran, dass die auch Level 42 sind. Okay, das Schwache nehme ich jetzt irgendwo wieder zurück. Weil die sich auch schon ziemlich schnell heilen. Schaden hat Muxoi besiegt. Eine Kürbislaterne. Gratulation, ihr habt endlich Muxoi besiegt. Als ihr die Leiche untersucht, findet ihr einen Schlüssel, der an einer Kette um Muxois Hals hängt. Juhu, wir haben gewonnen. Wir brauchen den blöden Schlüssel nicht mehr, also lasst ihn da. Nein! Ich nehme ihn mit. Also gut, eine weise Entscheidung und einige echte EP wert. Bald darauf bemerkt ihr, dass der Schlüssel einen Zauber beinhaltet. Wenn ihr ihn in der Hand haltet, laufen eine Reihe sonderbarer Ereignisse ab. Okay, ein mächtiges Gebrüll entsteht und der Boden unter euren Füßen beginnt zu beben. Spinnenweben tanzen in der Ecke. Lambada und plötzlich ist alles ruhig. Gut gemacht, Leute. Der Dorfälteste ist zu den Mistierbergen auf der anderen Seite geflohen. Der Wirt ist nun der neue Dorfälteste. Ey, wow, die schnellste Wahl jemals. Wahl? Wer sagte etwas von einer Wahl? Wenn alle von Muxois Gefolge verbannt sind, haben wir viel Platz im Dorf. Nun, wir bleiben nicht. Wir haben noch ein wenig zu abenteuern.
in Papierwelt. Ich habe hier etwas Interessantes entdeckt und werde mich hier niederlassen. Meine neue Freundin erstellt Tränke, die meinen Durst nach Blut löschen. Schön für dich. Warte mal, woher wusste der Wirt, dass Muxoi diesen seltsamen Pilz im Wald gefunden hat? Ich glaube, ich habe hier ein sehr gewitztes Entthronungsspiel miterlebt. Achtung, die Kürbisse kommen zurück. Kaffeepot. Ruht euch aus, solange ihr es noch könnt. Das hat Spaß gemacht. Ich frage mich, ob da noch mehr kommen. Questern, wollt ihr ein paar Nebenaufgaben ausprobieren? Pilz des Wissens. Okay. Aber erstmal rasten wir. Ich glaube, ich habe jetzt die Hauptstory in diesem Punkt, von dem DLC auch fertig. Verkaufe ich auch. Den Astralgansbraten, den werde ich natürlich nicht verkaufen, denn wiederherstellen 300 HP und 300 MP. Sehr cool, sehr toll, ganz super. Eviction Notice, okay. Grüner Apfel. Reisen zur Rissklippe. Während ihr die Hauptstraße des Dorfes entlang lauft, seht ihr, wie eine Hexe auf euch zukommt. Hallo, meine Retter. Ich wünschte, ich hätte eine Belohnung für euch. Ihr habt mich immerhin aus der Knechtschaft befreit. Ein paar EP wären ausreichend. Ihr habt womöglich einen Auftrag für uns. Ja, mein böser Zwilling sorgt für Chaos um den Riss herum. Und ich bekomme die Schuld zugewiesen. Bitte überzeugt sie davon, nichts Böses mehr zu tun. Reist nach Rissklippe. Nahe des Risses seht ihr den bösen Zwilling Chaos und Verwüstung verursachen. Hallo böser Zwilling, könntet ihr bitte aufhören, böse zu sein und wieder rechtschaffend werden? Eure Schwester ist etwas besorgt, ob eures Benehmens Gefahr. Oh. Okay. Das ging schnell. Quest dann. Sie verursacht keine Probleme mehr. Kampftransparenter. Nachdem ihr den Schweinebär besiegt habt, drängen sich Kreaturen vor und es führt zu Tumulten überall. Das geschieht nur wegen unseres Eingreifens, deswegen tragen wir hier die Verantwortung. Ihr seht, wie sich ein paar Transparente in die Schlange vordrängeln. Kapiert ihr nicht, dass es beim Anstellen Regeln gibt? Keine Vordrängeln und kein Kämpfen. Wobei das Kämpfen, das brechen wir natürlich wieder. Und wieder ein Gummimesser bekommen. Okay. Okay, das reicht wohl fürs Erste. Schon mal dran gedacht, Ausschmeißer im Nachtclub zu werden? Fähigkeitspunkte. Ja, Level 43.